In diesem Video wird die Umsetzung des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung beispielhaft am Hörsaalspiel Tabu erklärt. Das Spiel wurde nach dem bekannten Gesellschaftsspiel auf der Grundlage der Ergebnisse von 5 schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Es ist für alle Fächer geeignet. Im Hörsaalspiel Tabu sollen Fachbegriffe erklärt werden, ohne vorgegebene Wörter zu verwenden. Außerdem sollen mit dem Spiel Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Studierenden gefördert werden. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Zuerst wird der thematische Bezug zwischen Vorlesung und Hörsaalspiel hergestellt, indem ausschließlich Fachbegriffe aus der Lehrveranstaltung verwendet werden. Das Hörsaalspiel erfüllt die didaktischen Funktionen Einführung in das Vorlesungsthema, Motivation, Festigung und Kontrolle. Das Spiel kann deshalb variabel im zeitlichen Verlauf der Vorlesung eingesetzt werden. Das Hörsaalspiel Tabu ist dem Genre Ratespiel zuzuordnen und wird in der Sozialform Gruppenspiel durchgeführt. Sie benötigen lediglich Stoppuhr und Klingel und die Studierenden Zettel und Stift. Bereiten Sie mindestens 2 Beispiele mit Fachbegriffen und je 5 dazugehörigen Tabu-Wörtern vor. Mit der Vergabe einzelner Rollen an die Studierenden schaffen Sie Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. Das Hörsaalspiel enthält die Elemente Zufall und Bewegung. Leiten Sie nahtlos von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie aus dem aktuellen Thema einen Fachbegriff einschließlich der 5 Tabu-Wörter an das Whiteboard projizieren oder an der Tafel notieren. Fordern Sie nun die Studierenden auf, den Begriff zu erklären, ohne die Tabu-Wörter zu verwenden. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit einem 2. Fachbegriff, aber begrenzen Sie nun die Zeit für die Erklärung auf 1 Minute. Die Studierenden sollen jetzt Kleingruppen mit etwa 3 Personen bilden und innerhalb von 1 Minute ebenfalls Fachbegriffe mit 5 Tabu-Wörtern notieren. Gehen Sie währenddessen durch den Hörsaal und loben Sie besonders gelungene Ergebnisse. Lassen Sie die Karten einsammeln und mischen. Bilden Sie aus allen Studierenden 2 Gruppen und bitten Sie aus jeder Gruppe 2 Kleingruppen nach vorn. Erklären Sie die Spielregeln und die Punktevergabe. Für Tabu-Wörter dürfen zum Beispiel keine Abkürzungen, Reimwörter, pantomimische Darstellungen oder Einzahl-Mehrzahlbildungen verwendet werden. Für jeden richtig erratenen Begriff erhält die Gruppe 1 Punkt. In der Spielphase zieht die Gruppe A innerhalb 1 Minute nacheinander Karten aus dem Stapel und erklärt die Fachbegriffe. Ein Wortwächter aus der Gruppe B achtet darauf, dass die Tabu-Wörter nicht verwendet werden. Nach 1 Minute beendet der Zeitwächter aus der Gruppe B mit der Klingel die Spielrunde und die Aufgaben werden gewechselt. Gruppe B erklärt, während Gruppe A auf die Tabu-Wörter und die Einhaltung der Zeit achtet. Führen Sie mindestens 2, in jedem Fall aber eine gerade Anzahl von Spielrunden durch. Lassen Sie den Punktestand von den Studierenden in einer Tabelle an der Tafel notieren. Teilen Sie bei Interesse an Feedback den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel einzelne Begriffe aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie besonders gelungene Ergebnisse an der Tafel und sichern Sie das Tafelbild mit digitalen Medien. Verwenden Sie die restlichen Karten für die Fortsetzung des Spiels in einer der nächsten Vorlesungen. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie nötige Änderungen vor und stellen Sie den Studierenden das digital gesicherte Tafelbild für die Nachbereitung der Vorlesung online zur Verfügung. Überlegen Sie, welches Spiel Sie in einer der nächsten Vorlesungen einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.